Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Energiewende, das ist mehr als der Ersatz von fossilen Energieträgern durch erneuerbare Energien. Energiewende, das heißt grundlegenden Umbau der energiewirtschaftlichen Strukturen, das heißt neue Geschäftsmodelle in der Energiewirtschaft, das heißt neue Technologien und das heißt Innovation. Der Kollege Schäfer hat zu Recht darauf hingewiesen, dass hier auch für Berlin und für die Bundesrepublik große wirtschaftliche Chancen liegen. Und wie groß der Umbruch ist, sieht man zum Beispiel daran, wenn einer der großen Energiekonzerne wie E.ON seine fossile Sparte in eine Bad Bank abspaltet und sich jetzt konzentriert, was das Zukunftsgeschäft angeht, auf die erneuerbaren Energien. Das heißt, wir haben es auch mit neuen Akteuren und mit neuen Geschäftsmodellen zu tun. Und darauf muss sich auch das Land Berlin einstellen. Wir haben es bei der Energiewende auch mit neuen Anforderungen an die Infrastruktur zu tun. An die Infrastruktur, was die Produktionsanlagen angeht, an die Infrastruktur, was die Energienetze angeht. Wir brauchen neue Speichertechnologien und die müssen intelligent integriert werden, damit wir in der Lage sind, die volatilen erneuerbaren Energien auch wirklich aufzunehmen, zu nutzen und damit wirkungsvoll zu machen. Und meine Damen und Herren, die Enquetekommission stellt auch fest, dieser Umbau wird nicht im freien Spiel der Kräfte gelingen, sondern dieser Umbau verlangt politische Intervention, er verlangt politische Rahmenbedingungen und ich füge hinzu, er braucht auch ein kommunalwirtschaftliches Engagement und kommunalwirtschaftliche Instrumente, damit diese Rahmenbedingungen gesetzt werden können und damit auch ein Treiber der Energiewende vorhanden ist. Meine Damen und Herren, wir haben bislang eine, schon mehrfach festgehalten worden, eine große Einigkeit in dieser Enquetekommission bei der Definition, ich sage das jetzt mal quasi, was das Zukunftsbild angeht. Wir werden in der zweiten Phase der Arbeit der Enquetekommission viel stärker auf die Frage der Umsetzung uns konzentrieren müssen, als auf die Frage, was sind die Instrumente, was ist der Weg, wie kommen wir zu den Zielen, die wir definiert haben, hin. Und da sage ich, das wird die große Herausforderung sein, ob wir an dieser Stelle noch eine breite Einigkeit herstellen, weil dann kommen wir in die unmittelbare politische Ebene, in die Umsetzungsebene. Das wird dann nicht mehr ganz so einfach sein, wie die Ziele für 2050 zu definieren. Und ich will an dieser Stelle einfach mal festhalten, vor welchen Herausforderungen wir stehen und welchen Weg wir vor uns haben. Schon angesprochen worden, das Thema unmittelbar, kurzfristig, das Thema Ausstieg aus Kohle- und Ölverfeuerung. Da müssen wir auch ganz klar gegenüber Vattenfall deutlich machen. Der Kollege Buchholz hat das schon angesprochen. Wir wollen, dass das, was in der Klimaschutzvereinbarung versprochen wurde und vereinbart wurde, dass nämlich bis spätestens 2020 aus der Braunkohleverstromung in Berlin ausgestiegen wird, dass das auch eingehalten wird und dass die 1 Milliarde Investitionen auch erfolgt. Und dem müssen weitere konkrete Maßnahmenpläne und vor allen Dingen verbindliche Zeitpläne für den Ausstieg auch aus der Steinkohleverfeuerung in Berlin folgen, meine Damen und Herren. Zweite große Herausforderung. Wir haben in der Machbarkeitsstudie klimaneutrales Berlin 2050 ist als Zielsetzung angegeben und als Notwendigkeit, ein Anteil der Photovoltaik an der Stromerzeugung von ca. 25%. Die Realität ist heute, dass wir einen Anteil der Photovoltaik an der Stromerzeugung unter 1% haben. Das macht deutlich, vor welchen Herausforderungen wir hier stehen und dass wir die Hemmnisse identifizieren müssen, die dem Ausbau der Photovoltaik in dieser Stadt entgegenstehen und dass wir hier klare Rahmenbedingungen schaffen, damit dieses Ziel überhaupt erreichbar ist und wir von dieser absurd niedrigen Zahl von 0,9% wegkommen. Zweite große Herausforderung, energetische Sanierung. Wir wissen, 2 Legislaturperioden ist es nicht gelungen, dieses Thema wirklich voranzubringen im Rahmen von Klimaschutzgesetzen. Wir haben gegenwärtig eine Sanierungsrate von 0,8% im Gebäudebestand. Wir brauchen aber eine Sanierungsrate von 2%, wenn wir die Klimaschutzziele erreichen. Auch da müssen wir Rahmenbedingungen schaffen und dafür sorgen, dass das aber auch sozial verträglich ist und bezahlbar ist für die Mieterinnen und Mieter innerhalb dieser Stadt. Ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen.
Und dann sage ich an dieser Stelle noch mal, wir müssen, auch wenn wir über den öffentlichen Gebäudebestand reden, endlich mal wegkommen von einer rein kameralistischen Betrachtungsweise und sagen, dafür ist kein Geld da und dafür darf kein Kredit aufgenommen werden. Sondern wenn wir wirklich eine Vorreiterrolle der öffentlichen Hand und des öffentlichen Dienstes haben wollen im Rahmen der Energiewende, dann müssen wir auch mal bereit sein zu sagen, wir schaffen einen Fonds für die energetische Sanierung der öffentlichen Gebäude, der gegebenenfalls auch kreditfinanziert ist und der refinanziert wird durch die Energieeinsparung. Und das muss mal kalkuliert werden. Dann, glaube ich, können wir hier einen ganz anderen Schub erzeugen. Das nutzt auch dem Berliner Handwerk. Das hat wirtschaftliche Effekte. Und das führt auch wieder zu mehr Steuereinnahmen, meine Damen und Herren. Und der dritte Punkt. Wir müssen endlich weiterkommen bei der Diskussion über die Rekommunalisierung. Rekommunalisierung wird hier im Hause noch allzu häufig als Wert an sich diskutiert oder unter dem Aspekt, das kann ja auch wirtschaftlich sinnvoll sein. Alles richtig. Auch der Demokratieaspekt ist wichtig bei diesem Thema. Aber wir müssen endlich mal definieren, an welcher Stelle der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette brauchen wir unbedingt in welcher Form den energiewirtschaftlichen Einfluss des Landes Berlin, die kommunalwirtschaftliche Aktivität. Und wie soll die Kooperation mit den nach wie vor existierenden privaten Akteuren aussehen? Welche Rahmenbedingungen müssen dafür geschaffen werden? Und da ein letzter Satz, der Kollege Ströter hat es angesprochen, Stadtwerk. Es liegt von uns ein Antrag vor zur Aufhebung dieser Stadtwerksbremse. Würde mich freuen, wenn die Erkenntnisse, die wir intellektuell in dieser Kommission haben, sich dann auch mal in politischen Entscheidungen hier niederschlagen und diese Stadtwerksbremse endlich gelockert wird. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.